Also. Oh, und die Strömung drückt sich einfach raus. Ah! Alter! Ich kann nichts machen. Oder nicht wirklich, auf jeden Fall. Ja, geil! Oh, was ist das? Wo bin ich hier, du? Reingelaufen! Alter! Halli, hallo, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge per Anhalter durch Himmelsrand. Ja, ich bin gerade noch am Fotoshooting betreiben. Oh, das ist doch ein episches Bild. Ja, Doppelfolge, und wir treiben natürlich direkt weiter unser Unwesen an der Küste. Bald sind wir durch, und wir haben auch den nördlichen Kartenrand uns somit dann angeguckt. Oh, was für ein untere Tiefsturzhöhle kennen wir. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Ja, bitte. Nein. Den da. Au. Wir haben ja schon festgestellt, es gibt noch genug Walker. Macht nichts. Wieder ein paar beseitigen. Also in der Tiefsturzhöhle waren wir drin. Da erinnere ich mich auch noch daran. Oh, hi. Banditen. Jemand muss mir helfen. Oh ja. Ja, es waren Banditen, okay. Du bist stark überbewertet. Nein, daneben. Wo ist denn der dritte? War doch noch einer. Ihr habt gewonnen. Ich der ist direkt weggelaufen. Komm schon. Warum denn? Einfach direkt weglaufen. Keine Ehre. Oder was? Pferdchen, nein. Oh Mann, Kacke. Blumen gesteuert. Oh, wie heißt denn dieser Schild? Irgendwas mit S, glaube ich. Ja, Schild des irgendwas. Alles klar, Pferdchen. Gut aufgeladen. So. Nee, also Ortschaften kommen da auf jeden Fall keine mehr da draußen. Oder war ja noch einer mehr, genau. Stimmt, ja. Hallo. Mein Freund. Ja. Es musste sein. Oh, wow. Hier waren wir auch schon drin. Da hatten wir auch eine Quest dazu. Niemand? Ja. Böse? Wieder allein. Wie was?
Midralt. Nein, nicht böse. Was? 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 Okay. Burg Volkjar. Sollte ich auch mal testen. Kann man da auch überschwimmen? Eigentlich. Oder eher nicht so. Wahrscheinlich schon. Warum auch nicht? Einfach schwimmen. Gar nicht mal so tiefes Wasser. Hallöchen. Ihr Steine. Okay, dann gucken wir uns eben die Inseln doch noch an. Es war nicht geplant. Wow. Ja. Alles begehbar noch. Sehr seichtes Wasser hier. Interessant, interessant. Eine Sandbank. Oder so ähnlich. Vogelies. Direkt übles Wetter. Schon imposant. Okay, wir können ja dann mit dem Schiff zurückgehen. Und auch etwas tiefer hier. Boah. Viele, viele Vögel. Ja, ohne Probleme kann man da auch rüber schwimmen. Hatte ich noch nie getestet vorher. Eiswassermole. Rübergerudert. Mann. Nein, nein. Das ist kein Erkundungswetter. So gar nicht. Na. Den will ich jetzt mitnehmen. Oh ja, ich glaube, hier sind wir damals runtergelaufen. Genau da. Tschink. Gehirnpüree gemacht. Um zu der Festung da zu kommen. Okay, wir wollen wieder ein bisschen Licht haben. Besser, besser, viel besser. Ja, und Nierenwurze findet man ja auch
entviele, wenn man da nur der Küste lang geht. Oh, ein Lager. Ein nicht auf der Karte verzeichnetes Lager. Wow! Wie viele Muscheln! Vielleicht kriegen wir sogar ein paar Perlen raus. Oh. Ich glaube, da war was. Hi. Ein verehrter Drache. Oh, wie schön das ausschaut. Der will uns nichts tun. Muschelfleisch. Ja. Da lässt sich ein Muster erkennen. Hier auch nochmal 15. Ist hier sonst noch was zu finden? Nein, einfach ein kleines Muschelfischerlager. Okay, die Burg. Ich glaube, in der Ecke war ich wirklich noch nie. Und es sieht tatsächlich so aus, als könnte man hier noch hochlaufen. Aber wir gehen jetzt erstmal noch die Küste entlang. Noch weiter. Wir müssen ja irgendwo an ein Ende kommen dann. Keine Ortschaften mehr aufgeploppt. Viele, viele Schlammkrabben. Jetzt ist fertig. Okay, hier irgendwo ist wohl die Wand. So. Auf Höhe von Morkaskur. Nice, jetzt haben wir die hintere Ecke da auch mal gefunden. Doch ein schönes Gefühl, den Rand der Karte zu erreichen. Krabi? Ja, das war Krabi. Und auch hier mit all den kleinen Inseln. Schönes, auch ein sehr schönes Küstengebiet. Ja, ja. Okay. Nordküste. Abgehakt. Doch noch einige sehr nice Locations gefunden. Gerade da den Hexen, Raben, irgendwas. Hexen-Rabenschanze. Nein. Ich glaube, ihr wisst, welches ich meine. Die hat mir äußerst gut gefallen. Wenn die nur sehr klein war. Oh, wir kommen sogar hier hoch. Ha! Das ist wohl der Weg. Der hinterste Weg, sozusagen. Ein Hinterweg. Und eine Straße, die nirgendwo hinführt, oder was?
Das Ende oder der Anfang einer Straße, man weiß es nicht. Nee, die führt hier nirgendwo hin. Aber sie führt weg von hier. Luke, Vakora! Bitte, Kühne, schenk uns schöneres Wetter. Ja, genau so. Oh wow, wie hoch wir schon sind. Crazy. Ja, die Erkundung nimmt ihren Lauf. Ah, doch, hier waren wir auch schon. Möchte ich doch behaupten. Ja, komm, hau noch ein bisschen, genau. Wir müssen noch trainieren. Gut gemacht, Troll, gut gemacht. Das ist Teamplay. Doch, doch, bei dem Turm, da erinnere ich mich daran, da waren wir dabei. Haben wir erkundet. Eifelsenhöhle, Festung Nordwacht. Das ist die unten, da waren wir auf jeden Fall drin. Da waren wir wahrscheinlich auch schon. Eisenkammnest, das haben wir uns noch angeguckt in der letzten Folge. Witwen, Wachtruinen und Festung Hirkstadt. Also Hirkstadt waren wir drin. Das weiß ich auch noch. Höhle des verlorenen Eisechos, da vielleicht nicht. Da klingelt nichts. Warte, das war jetzt die Festung, oder? Ja. Okay, wir können ruhig mal bis zum Marker mal hinlaufen. Wie sie sich nach oben gedreht hat. Laufen wäre wohl klüger gewesen. Oh, Eisgeister. Ja, kommt her, kommt her. Komm. Supi. Kein Problem. Ich glaube, da waren wir auch drin, oder? Wolske, ja, auf jeden Fall. Eine Drachenpriester-Location, glaube ich. Der eine Maske besitzt. Da ploppt sogar mal was auf, das wir noch nie erkundet haben. Ja. Okay. So ein paar Kleinigkeiten sind da wohl doch noch. Höhle des verlorenen Echos. Gucken wir mal rein. Ach, nur noch einen Kaffee gemacht. Zwischen den beiden Aufnahmen. Nein, da waren wir tatsächlich noch nicht drin. Okay. Dann beginnen wir mal ein bisschen uns vorzubereiten. Los, Janir! Die sind noch relativ sehr weit weg.
stelle ich gerade fest. Schaurosse, so wie es klingt. Das könnte auch ein bisschen eine größere Location sein. Es wirkt auf mich ziemlich großzügig. Sehr mysteriös mit dem Nebel und so. Schöne Vibes, die man da kriegt. Los, ja näher! Okay, wir kommen näher. Wir müssen noch. Oh, mit einem Schimmelpilz! Habe ich die Tür aufgemacht? Wow, was ist das denn für eine spezielle Mechanik? Hätte ich da irgendwo das Tagebuch oder so gehabt? Dazu? Altes Buch. Ein mächtiger Fürst verdient eine mächtige Opfergabe, aber jener, der an diesem Ort viel bat darum, dass man seiner in Bescheidenheit gedenke. Doch wir, die wir ihm dienten, wollen seine Großartigkeit nicht in Vergessenheit geraten lassen. Und so, um ihn zu ehren, muss der Betrachter nur auf den einfachen, leuchtenden Pilz an diesen Höhlenwänden blicken. Okay, wir hätten den Hinweis gefunden. Denn wie mächtig oder bescheiden einer im Leben auch sein mag, wir alle kehren zu der Erde zurück, auf der dieser Pilz sprießt. Und das war es auch schon. Der Hinweis, den ich nicht benötigt habe. Durch Zufall. Oh, hi. Es geht los, es geht los. Jaha! Boah, ich freue mich auf diesen Kampf. Wir wollen beschwören. Machen ihn Ärger. Mit unserer bösen Armee. Komme, Kolossi, ich komme! Angriff! Los! Ja, gut rein, meine Freunde. Sprich mit der Hand, oder was? Ich lass meinen Streitkolben sprechen. Okay. Ja, erster Abschnitt gut gemacht, meine lieben Skelettis. Wir werden uns hier erstmal umgucken. Quecksilber. Okay, es ist auf jeden Fall eine Walmeer bewohnte Ruine. Es ist doch immer schön. Okay, Krabi. Okay. Ja. Okay, den habe ich jetzt nicht nicht kommen sehen. Muss ich zugeben.
Ja, jetzt. Dann lade ich sogar meine Waffe noch auf. Dann flutscht das. Und noch einmal hauen. Oh. Oh. Der füllt sich komplett auf, einfach. Hey. Nicht übel, mein Freund. Machst du das nochmal? Oder eher nicht? Nein. Das war eine einmalige Sache, okay. Aber netter Trick. Muss ich sagen. Okay, dann doch lieber ein bisschen um Aura flüstern. Wäre ja noch drin gewesen. Da ist noch einer drin. Da hinten ist noch einer. Ja, ich glaube, wir können Action machen. Die kommen dann schon aus ihren Löchern. Priesterchen. Wir wollen Kloppe machen. Okay, ja, sie kommen runter. Sehr gut. Knochenkoloss. Ja. Ja. Ja, Krabi. Bitte nicht wegschieben. Dann Skeletis. Oh ja, sind auch noch mal zwei rausgehüpft. Sehr gut. Mal schauen, wie lange die Skelette durchhalten. Ich werde mir noch einen Arschgewächter hinbatzen da. Kann da ein bisschen den Hexenmeister unterstützen. So, jetzt steht wieder alles. So muss das sein. Zwei Kerzenschein wollte ich noch, genau. Sehen wir auch was? Hi. Wo hab ich? Hab ich gerade einen Skelettlab gemacht? Entschuldigung. Die Nummer 1 hätten wir. Schön. Du wolltest nicht kommen, oder was? Ja. Ich komme schon. Ich helfe euch, meine Lieben. Oha. Schau, Rossis. Kann ich die leben? Ja, okay. Ich will mal die Massenlähmung testen. Oh oh. Oh oh. Ah. Oh oh. Oh oh. Der Aschewächter auch tot? Haben die einen Aschewächter platt gemacht? Das kann ich ja fast nicht glauben. Oh, Magie. Übel. Okay, okay, wir kriegen das hin. Kein Problem, der Aschewächter wird uns Zeit verschaffen. Der Rest ist ja noch gelähmt da vorne. Oh, 97. Ja, ja, wir kommen, wir kommen. Ach, K. Nee, das war... Noch, das war der Todespriester. Oh, ich muss mich konzentrieren, bitte. Dark. Oh Mann, ist das übel. Haut rein. Meine Lieben, haut rein! Das ist ja auch ein Schauros-Schnitter. Oh, wie das rappelt! Oh, ging wohl gut aus da.
Ja, Krabi, wunderschön, nicht wahr? Schaurus-Schnitter, die sind ja richtig übel. Nur ja, der hatte keine Chance. Da kommt sogar noch ein Nachzügler rein. Ja. Beschwörung. Schon ein bisschen OP, das Ganze. Aber so nice. So nice. Boah, wo bin ich da wieder mal reingestolpert? Hallo. Eine Sekunde. Ich möchte mindestens Priester mal hinsetzen. Ah, komm, was soll's? Was soll's? Wir wollen trainieren. Es muss jetzt einfach sein. Es muss jetzt einfach sein. Schön durchlaufen, dass wir auch alle aufwecken, die da eventuell noch sind. Ich könnte ja auch den Schild nehmen und... mit dem Schild blocken. Oh, irgendwo. Da etwas übel Schaden gemacht. War er das? Warst du das? Böser Fall mehr. Boah, beinahe noch gestorben. Aber für das ich da nur noch mit Wiederherstellung mich auffülle, komme ich ziemlich gut zurecht, finde ich. Hallo, Aschewächter. Schön, dass du noch Wache hältst da. Oh. Die Folterkammer. Oder so. Ein Krabi. Wir müssen hier lang. Wieder mal ein richtig schönes Pfahlmeernest da gefunden. Ist ja übel. Ja, nur so ein bisschen. Bisschen. Nehme ich mit. Elixier der Zerstörung. Wölkenstein. Ja. Nicht schlecht. Sind wir durch? Oh, ist da wieder irgendwo eine Feuerschale? Ah, haha. Ja. Ja, wir sind wohl durch. Wieder am Anfang, genau. Oh, nicer Dungeon. Höhle des verlorenen Echos. Crazy. Crazy ist das. Doch schon eine halbe Folge dabei. Kaffeebuff ist drin. Ja. Okay, wir werden auf jeden Fall da noch das neu aufgeploppte uns noch angucken gehen. Es ist in diese Richtung. Es ist bestimmt da beim See. Das ist Drachenbrücke, genau. Und dann werde ich noch gucken, ob wir
Witwenwacht, Ruinen und Festung Harkstadt wirklich schon waren, ganz kurz. Das sollten wir in der Folge noch hinkriegen. Und dann würde ich wohl in der nächsten Folge mal nach Drachenbrücke gehen und somit den Mordauftrag mal starten. Da wir den ja dann in einer größeren Stadt töten wollen für das Bonusziel, kann es auch sehr gut sein, dass wir da auch ein bisschen länger als eine Folge brauchen, bis der dann am gewünschten Ort ist. Ich weiß nicht genau, wie sich das verhält. Aber wir werden natürlich Maximum Prämie versuchen zu erreichen und das Bonusziel auch zu erfüllen. Okay, wir sind gleich da. Das ist wohl noch der einzige Bereich, den wir noch nicht erkundet haben. Oh, wie schön. Kurz mal schauen, vielleicht kriege ich noch ein bisschen mehr Sonne rein. Und einen schönen Winkel noch für ein Titelbild. Hat doch was. Dieser See da. Ja, so. Und wir sehen auch schon einen Atronaren. Einen Zweigling. Ist wohl eine Erdenmutter oder eine Matrone auf jeden Fall. Oh, hier wurden Bäume gefällt. Mutig. Sehr mutig wohl. Klarkiefer-Teich. Ja, hallo. Oh, die hätte mich wohl gar nicht angegriffen. Ah, die greifen doch immer an. Oder? Ja! Oh. Oh, oh, das sind wohl einige auf der Insel. Könnte ziemlich schnell mal hart werden. Noch ein Koloss da hinten. Genau, genau. Na, aber dann Skeletis. Hierher. Noch Ritual. So, wir sind soweit. Was für eine Schlacht. Was für ein Krieg. Oh, Alter. Wow. Ja, eine Matrone und normale Zweiglinge. Zwei. Oh, ihr habt ihn? Ja, übel. Da war auch noch was Rotes, keine Ahnung was. Ah, die Hirsche. Ein Aschehaufen. Oh, das war, ja. Eine Kreatur. Eine Kreatur, ein Beschwörer. Der Todespriester wollte den wohl beschwören. Okay, es sind definitiv die Elche, die dieses Geräusch machen. Und das nicht nur in Falkenring. Jetzt können wir das klar bestätigen. Oder greift mich ja tatsächlich an. Hör doch auf. Okay, dann eben. Ja. Dann muss es eben sein. Oh, Goldfische, ich hab's mir gedacht. So an einem schönen Ort hat es doch bestimmt Goldfische. Okay, ich glaube aber, wir haben hier auch alles gesehen, was dieses kleine Örtchen zu bieten hat. Okay, Witwenwacht, Ruinen. Was ist das? Obwohl, wenn ich das jetzt so sehe. Hi.
Guten Tag. Kommt es mir auch wieder bekannt vor mit dem Turm? Ja, mit der Schräglage. Doch, doch, da waren wir schon mal drin. Waren wir auf jeden Fall schon mal drin. Nachdem wir den Vampirfürsten Max gelevelt hatten, war das. Also als ich die letzte Fähigkeit freigeschaltet hatte. Genau dann sind wir da rein. Und hier waren wir bestimmt auch. Aber ob wir drin waren, weiß ich nicht mehr. Ja. Okay. Und wenn ich nicht will, darf ich dann trotzdem rein. Festungen sehen auch alle gleich aus, Mann. Doch, doch, ich glaube, die Festung haben wir klar gemacht. Gründlich, die Erinnerung kommt zurück. Nein, sicher nicht. Was willst du denn? Soll ich auch? Soll ich auch? Treff sogar mal wieder was. Wie schön, zur Abwechslung auch mal zu treffen. Oh, wow. Ihr werdet noch heute sterben. Nein. Aber du vielleicht. Genug. So, das war's schon. Aber die Festung, ich werde kurz in ein Gebäude reinlaufen, aber ich bin mir da schon relativ sicher, dass wir das hier geklärt hatten. Alles. Ja, auf jeden Fall. Ja. Supi. Hab euch. Hi. Okay. Nett, mit dir zu reden, meine Liebe. Ich wollte doch nur Fangen spielen. Hab euch. Ja, dann wäre hier wohl wirklich, boah, alles erkundet. Holzkicke, ja. Die Ork-Festung. Oh, ich kann nicht mehr aufhören mit Erkunden. Auf das freue ich mich schon so lange, mal die ganze Map mir anzugucken. Okay, wir laufen hier hin. Das ist dann unser Markpunkt, um weiter zu erkunden. Dann wird noch der westliche Rand folgen. Bis wir dann irgendwann wieder da unten sind. Und noch weiter unten hier. Aber da hier waren wir auch schon sehr gründlich unterwegs, glaube ich. Hier wird noch einiges kommen, so in diesem Bereich. Das interessiert mich schon, was da noch alles kommt. Es ist jetzt abgeschworenes Gebiet. Wird bestimmt interessant werden. Okay, das sind wieder ein paar. Oh! Alter! Warte, ich habe ja noch Moras irgendwas. Qualen. Ja, hau raus! Oder
Ja, super effizient war das jetzt. Ach, wie heißt das noch? Dass ich gratis... Geheimnis des Arkan, genau. Das habe ich gesucht. So, jetzt sind sie mal ruhig da. Da hinten, der kommt als erstes. Nicht? Der muss da in die Pampe reinlaufen. Das wäre noch von Vorteil. Oh ja, die stehen auch schon wieder auf. Komm, komm, komm. Ja, er ist reingelaufen. Oh, cool. Ziemlich nice. Ziemlich nice. Bringt wahrscheinlich nicht wirklich viel, aber sieht auf jeden Fall cool aus. Ritual. Ja, ich helfe euch mal. Habt euch aber gut gehalten. Ich kann euch nicht. Gut gehalten, meine Jungs. Du wurdest von meinem Knochenkoloss auserkoren, als Erster zu sterben. Und jetzt noch du, mein Kamerad. So schnell kann's gehen. Danke, Skelettis, ihr könnt abtreten. Das war wieder mal der Hammer mit euch. Markierung gesetzt. Ja, dann los. Wunderschön. So eine klare Nacht. Können wir auch mal ein bisschen so rumtingeln. Gefällt mir gerade. Wie lange haben wir denn noch Zeit? Boah, 15 Minütchen nur noch. Dann ist diese Folge auch schon rum. Die Zeit verfliegt. Ich werde dann wohl im Anschluss auch noch die Folge für morgen direkt aufnehmen. Ich wurde die ganze Woche wieder aufgehalten. Ich wollte das schon... Also schon seit Sonntag wollte ich das eigentlich machen. Aber... Klappt im Moment nicht so, wie ich das gerne hätte. Oft. Hallo? Oh ja, das ist tatsächlich jemand... Böse Abgeschworene. Das ist so nice mit dem Zaubern. Ah. Nein! Jetzt gehört ihr mir. Was war denn da jetzt los? Oh, der war ganz schön. Ganz schön schön. Dafür werdet ihr bezahlen. Oh. Dann trifft er mich zum Glück nicht mehr. 98, oh mein Gott. Das ging jetzt aber wirklich schnell. Ah. Los, auf ihn, auf ihn! Mit ihm nieder! Wo ist denn der jetzt? Alles weg. Habt ihn getötet? Alles da in die Fallen reingelaufen. Oder nicht? Doch. Anscheinend schon. Ja, sein Pech. Oh doch, dann waren wir aber in der Festung. Ich erinnere mich wieder daran. Wir waren da auf jeden Fall drin. Aber da hatte ich den Fokus noch nicht auf dem Erkunden. Deswegen... Laufen wir trotzdem noch hin, da schon kommt eine Höhle, die wir noch nicht angeguckt hatten. Diese Richtung. Ja, ja, genau das hatte ich mir gedacht. Dass da noch so einige Locations kommen. Oh, Wacholder. Wenn wir schon in Reach sind, sollten wir auch ein bisschen Wacholder mitnehmen. Ja, die Festung haben wir garantiert uns angeguckt.
bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Und dann sind wir da in das abgeschworene Lager hoch. Da erinnere ich mich auch sehr gut daran, weil ich da nämlich mehr als einmal aufnehmen musste, bis das geklappt hatte. Sowas bleibt mir dann hängen. Okay, wir sind so gut wie da. Schwarzwallhöhle. Und direkt der nächste Punkt. Ja, bis nach Markart runter haben wir da auf jeden Fall noch einiges, was auf uns zukommt hier. Es wird ein Genuss werden. Aber ich finde es schon mega nice, dass wir hier mal die letzte Ecke gefunden haben. Und das Gebirge hier in Einsamkeit haben wir eigentlich komplett abgeschlossen. Wir kommen sehr, sehr, sehr gut voran. Okay, wir gehen noch rein. Oh, Alter. Macht ihrem Namen alle Ehre. Los, Janir! Okay, Gegner relativ weit weg. Ich werde aber trotzdem meine Fackel nehmen. Boah, ist ja wirklich zappenduster hier. Selten. Ist das wieder so eine Disco-Fackel? Nein. Okay, warte, warte. Ich will mich nicht noch mehr zumüllen mit Fackeln. Sieht aus wie eine Spinne. Wow. Wow. Indoor-Wasserfall. Mal wegpacken. Okay, man kommt auch wieder rauf. Dann, ja, ganz klar, müssen wir natürlich auch erst runter. Oh. Ganz schön tief. Ah, Skorpionfisch! Ich glaube es nicht. Einfach so frei am Rumschwimmen. Das erste Mal, dass wir die sehen. Das ist doch einfach. Okay. Sonst aber wohl nichts weiter. Jetzt fallen die uns in den Schoß wie nichts. Typisch. Los, Janir! Das war eine Spinne. Aber nur eine. Komisch. Ein riesiger Dungeon und nur ein Gegner drin bis jetzt. Okay, eine geheime Tür. Ist wohl dann der Ausgang am Ende. Boah, wie dunkel. Gold, Mondstein. Sogar zweimal. Ich glaube, Mondstein ist ja noch seltener als Gold. Okay. Blicke noch nicht ganz durch. Runter ins Wasser? Echt? Oh, die Karte ist ja auch sehr, sehr, sehr hilfreich. Rechts von uns geht noch ein... Ja, das ist aber der Gang im Wasser. Ja, wir müssen durchs Wasser. Oh, 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 oh. Also...
Oh, die Strömung drückt dich einfach raus. Ah! Alter! Oh, ich kann nichts machen. Oder nicht wirklich, auf jeden Fall. Ja, geil. Oh, was ist das? Wo bin ich hier, du? Reingelaufen. Alter. Wow. Alter Schwede. River Rafting per excellence. Und es ist immer noch zappenduster. Oh Mann, und überall. Oh, die haben mich jetzt sogar ein bisschen erschreckt, hat mich die. Eine richtige Spinnenhöhle da. Los, ja, nee. Da hinten auch noch eine. Ah, Nachzügler. Okay. Ja, Mama Spinne da vorne wahrscheinlich. Ja. War da was? Okay, hier geht's dann wohl raus. Müssen natürlich noch zu Mama-Spinne Hallo sagen. Ja, es ist eine ziemlich große Mama-Spinne. Und die hat... Hast du Angst, oder was? Die hatte wohl Angst. So böse bin ich doch gar nicht. Skelett. Kiste. Kiste. Ziemlich guter Loot, muss ich sagen. Kann ich dich wegschieben? Nein. Das ist doch, vielleicht ist da noch was. Boost, go! Nö, oh nicht. Riesiges Spinnenloch. Oh, und die Folge ist ja schon beinahe rum. Eieiei, habe ich ja ganz verdrängt, habe ich das. Nur noch ein paar Minütchen. Aber ich glaube, wir können sagen, dass wir auch hier gründlich waren. Licht, 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 bitte. Und dann geht's morgen nach Drachenbrücke. Schweren Herzens. Werde ich die Erkundung dann mal ein bisschen unterbrechen. Oh ne, das ist hier noch nicht zu Ende. Warte mal. Hier, glaube ich, hier war dieser Geheimgang. Ein Bretone. Schwarzwall-Höhlen-Notiz. Oh, ja, das geht noch ein bisschen weiter hier. Werde ich mich hier von euch erstmal verabschieden. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Wir machen hier weiter in der nächsten Folge. Habt eine gute Zeit bis dahin und auf Wiedersehen.